long ago, the singularity formed, its creators uplifted into something beyond our understanding. These beings, now known as the Lexites, left Earth, traveling to multiple planets in our solar system, before vanishing altogether. This is why we are here. Welcome to Star Control, a state-of-the-art international space agency tasked with the exploration of our solar system and the defense of Earth. Here reside the world's brightest minds and greatest technology, brought together by a strong curiosity to discover the unknown. Help us pioneer the future. Join today. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Game Peak mit mir, dem Bones. Wie ihr wisst, bin ich ja ein Fan von Weltraumspielen und Star Control Origins habe ich schon länger irgendwie im Visier gehabt. Habe es mir jetzt neulich mal tatsächlich geleistet und ein bisschen angezockt, aber ich finde es einfach sehr cool. Ein sehr geniales Spiel, macht echt Laune. Und ja, wollt euch das mal kurz ein bisschen vorstellen. Wie ihr wisst, meine Game Peaks keine richtigen Let's Plays, also nicht voll durchgespielt, nicht lang, aber doch immerhin mal so ein bisschen anfangen, mal reingeschaut in das Spiel. Und ich möchte euch da ein bisschen zeigen, das mal und ein bisschen erzählen, wie das so funktioniert. Ich persönlich finde es sehr genial, kann es euch also auch nur wärmstens ans Herz legen. Wenn ihr auch ein bisschen Spaß habt an solchen Weltraumspielen, kauft es euch, es lohnt sich wirklich. Gut, langer Rede, kurzer Sinn. Ich spiele das Ganze übrigens, obwohl ich es auf dem PC daddle, mit dem Game Controller. Es ist einfach super dafür geeignet, das Spiel. Ja, ist im Endeffekt eure Sache, aber ich finde das sehr, sehr relaxed, wenn man sich zurücklehnen kann. Dann mit dem Controller ein bisschen zocken. Gut, legen wir los. Machen wir ein neues Spiel. Das Einzige, was hier irgendwie etwas unschön ist, ist die initiale Ladezeit. Die ist sehr lang, deshalb werde ich die höchstwahrscheinlich rausschneiden. We believe this is an alien transmission. And this is originating from where exactly? It's local. Triton. Recall the captain. Tell him that he's needed. He's still on administrative leave from the incident. That no longer matters. He's the only one qualified to command the prototype Vindicator. Ah, also wir sind die einzigen, die dieses Raumschiff befehlen können. Wir wollen natürlich nicht Alan Bradley heißen, nein, sondern Bones. Vindicator, Missionsschwierigkeit. Ich will euch das Spiel einfach nur zeigen, deshalb werde ich jetzt mal auf einfach stellen. Wie ihr wisst, bin ich jetzt nicht so der Fan von extremen Herausforderungen. Ich will einfach nur Spaß haben. Also tun wir das jetzt auch so. Thank you.
Die letzten Crewmitglieder und Vorräte sollten bald bei euch eintreffen, Kapitän. Mach dich an die Arbeit. Die Star Control befiehlt, dass du nach Triton reist und das Alien-Funksignal von dort untersuchst. Aha. Es sind nur regelmäßige Impulse mit 1,42 Gigahertz. Das ist die High-Linie, falls du in Radioastronomie nicht aufgepasst hast. Nein, habe ich nicht. Einige aufgeregte Männer mit Brillen sind sicher, wenn uns Aliens kontaktieren wollen, dann auf dieser Frequenz. Aber sie wissen nicht, warum Aliens auf den Monden des Neptuns sein könnten. Tja, was soll ich tun, wenn ich Triton erreiche? Scanne die Oberfläche aus dem Orbit. Wenn du das Signal findest, schick für weitere Untersuchungen einen Lander auf die Oberfläche. Wenn es ein Alien ist, solltest du nicht sterben und uns gleich informieren. Aber sonst ist Sterben sicher, oder was? Klar, stirb so viel du willst, Kapitän. Schick einfach das Schiff zurück. Hart, aber herzlos. Okay. Ersetzt dies unsere Mission zur Erforschung der Lexites? Ach stimmt, die Lexites, das war ja eine Intro, ne? Nicht ganz. Ihr Verschwinden ist der einzige Grund, warum wir ein Star Control eingerichtet haben. Deine Mission nach Triton hat absolute Priorität. Aber wenn du irgendetwas bezüglich der Lexites herausfindest, solltest du uns dies sofort mitteilen. Wissen wir, warum die Lexites verschwunden sind? Wir wissen es immer noch nicht. Für Nachmenschen, oder wie immer sie sich nennen, sprechen sie nicht so viel über sich, wie wir Originalmenschen das tun. Wir haben ihre Einrichtung auf dem Mond untersucht, aber nichts herausgefunden. Hm. Offenbar waren sie nie wütend auf uns und haben sich niemals über ihre Situation auf der Erde beklagt. Das mag erst überraschend klingen, da sie sehr ausgenutzt wurden. Meine Theorie, wir haben sie gelangweilt. Sie waren der Menschheit überdrüssig. Vielleicht hat unser Geruch sie angewidert. Also ich habe heute Morgen geduscht. Wissen wir hin, wohin die Lexites verschwunden sind? Nachdem sie die Erde im Jahr 2085 verlassen hatten, waren sie kurz auf dem Mond. Aber das war nur ein Sammelpunkt. Sie sind also irgendwo da draußen. Ah, toll. Tja, sind sie gefährlich? Grunde genommen sind es Menschen, also ja. Verstehe. Aber selbst im Chaos ihrer Abwanderung, als sie unser Start-Shuttle gestohlen haben, haben sie aufgepasst, niemanden zu verletzen. Sie haben weiterhin Zugang zu Technologie, die wir nicht einmal kennen. Wenn du sie triffst, sei vorsichtig, Kapitän. Klingt so. Technologisch überlegene Aliens sind immer irgendwie so ein Problem, ne? Okay, haben wir erstmal genug über die Lexites geschwätzt. Klar, Kapitän. Gibt es irgendwelche Hinweise über die momentane Reise nach Triton? Hast du etwa schon vergessen, wie man ein Raumschiff steuert, Kapitän? Das ist kein gutes Zeichen. Was möchtest du wissen? Alles? Wie fliege ich mein Schiff? Mit Hilfe deiner Schubdüsen kannst du vorwärts fliegen und lenken. Angesichts deiner Vorliebe für Computer hast du deine Schubdüsen vermutlich auf die linken und rechten Pfeiltasten gelegt. Und beschleunigen kannst du mit der Pfeiltaste nach oben. Bremsmanöver sind normalerweise möglich, indem du das gesamte Schiff drehst und in die entgegengesetzte Richtung beschleunigst. Das sind zumindest die Grundlagen. Solltest du deine Manövrierfähigkeiten im Kampf auffrischen wollen, kannst du auch in der Trainingseinrichtung in Ceres vorbeischauen. Ich glaube, das sollte ich tun. Okay, wie besuche ich Planeten? Dein Bordcomputer wird dein Schiff automatisch sicher in den Orbit jedes Planeten im Sonnensystem bringen, sobald du nahe genug an ihn herankommst. Wenn du einen Planeten aus dem Orbit scannst, werden dir die interessanten Gegenstände und Ressourcen angezeigt, sowie potenzielle Landezonen für dein Landungsboot. Ja. Wie lande ich dann? Na gut, das werden wir sehen. Wie verbessere ich mein Schiff? Wir verfügen hier im Moment nur über begrenzte Ressourcen, Kapitän. Wir haben zu viele verbraucht, um den Bau des Schiffs zu beschleunigen. Solltest du Rohmaterialien in anderen Welten des Systems finden, kannst du sie mit hierher bringen. Wir werden dann ihren Wert ermitteln und dir diesen als Ressourceeinheiten oder RE erstatten. Erhaltene RE kannst du für neue Schiffskomponenten ausgeben. Ja, klingt einfach. Ich hoffe, das hilft dir weiter, Kapitän. Tut es.
Okay, ja, okay, dann fange ich mal an, ne? Die Star Control hat den Bau unseres neuen modularen Schiffs für die Tiefen des Sonnensystems speziell für diesen Auftrag beschleunigt. Es ist das schnellste, teuerste Schiff der Menschheitsgeschichte, Kapitän. Verlier es nicht. Tja, ich werde versuchen, es zu versuchen. Es ist zudem mit unseren neuesten Ressourcensammellandern ausgestattet und ich würde dir empfehlen, sie häufig zu verwenden. Wir haben einen Haufen Materialien verbraucht, um dieses Teil zu bauen. Ja. Wenn wir noch mehr Schiffe der Klasse Vindicator bauen wollen, brauchen wir deine Hilfe, um die notwendigen Ressourcen zu sammeln. Offenbar hast du alles, Kapitän. Du bist startklar. Viel Erfolg und bitte beeil dich. Viele Menschen auf der Erde wollen wissen, was los ist. Okay. Also, ihr habt jetzt mal gesehen, wie so ein Dialog läuft. Der wird ab und zu mal stattfinden mit irgendwelchen Rassen, Aliens oder auch hier wieder bei den Menschen. So, dann haben wir hier ja, das Inventar sozusagen. Da ist noch nicht viel drin. Bisher nur ich. Ich habe aber auch die Möglichkeit, das machen wir. Wir gehen am besten mal hier nochmal hin. Kapitän, du hast überlebt. Ja, ist ja gut. Hast du dir Sorgen gemacht? Jetzt nicht mehr. Sag mal, Kapitän, was hast du auf Triton gefunden? Nix. Hast du mit dem Lander die Oberfläche erkundet? Nein. Nicht wirklich. Du solltest die Quelle des mysteriösen Funksignals finden. Ja, ich brauche es nochmal in die Werft. Und du hast versagt. Nein. Bist du stolz auf dich? Glaubst du, das war gute Arbeit? Nein, ich will nochmal in die Schiffswerft. Schön, dass du dich freiwillig meldest, Kapitän. Weil du auch den Befehl dazu erhältst. Ja, ist ja gut. Ehe wir aufbrechen, brauchen wir ein wenig Nachschub. Oh, und was? Du bist nicht damit zufrieden, wie wir alles für dich hergerichtet haben? Nein. Leider sind die Vorräte hier ein wenig knapp. Wir haben praktisch jede unserer Ressourcen für dein Schiff aufgebraucht. Wir können kaum noch die Gehälter bezahlen. Ich bin hier in letzter Zeit nicht mehr sonderlich beliebt. Bring uns alle Ressourcen, die du auf deinen Reisen findest. Dabei siehst du doch eigentlich ganz schnuppelig aus. Wir erforschen aus. Mit modernster Weltraumbuchhaltung, ob wir sie bauen können. Ja, ist ja gut. Dies wird dir als Ressourceneinheiten oder RE angezeigt. Tausche sie gegen Treibstoff oder andere Vorräte ein. Ja, ist ja gut. Also, das hier ist sozusagen die Schiffswerft. Wir können hier handeln, da kann man, wenn man Fracht hat, sie verhökern. Wir können hier Länder kaufen, könnte ich sogar, mache ich jetzt aber erstmal nicht. Oder Treibstoff auffüllen, sind wir schon voll, also können wir es nicht. Wir können das Schiff ausstatten. Hier können wir also neue Sachen kaufen. Hier können wir Waffen dazu kaufen, sind aber zu teuer. Was haben wir hier? AI-Flottenkoordinator, das ist Automatikkampf im Prinzip, Bahnkultur, das ist extrem wichtig, aber auch später dann auf jeden Fall. Werden wir noch sehen, warum. Naja, und so weiter. Also, es gibt verschiedene, wie ihr seht, verschiedene Farben. Hier zum Beispiel kann man Sachen für die Ländermodule kaufen. Hier kann man irgendwelche, ja, allgemeinen Module, in dem Fall jetzt hier bisher nur die Crew-Quartiere kaufen. Da kann ich mehr Crewmitglieder kaufen. Hier links oben seht ihr das. Die gehen mit der Zeit immer wieder mal drauf. So einzelne und in Kämpfen zum Beispiel oder auch wenn man beim Lander irgendwie auf Planeten landet, die, ja, sagen wir mal, toxische Atmosphären oder sowas ähnliches haben oder sehr heiße Planeten. Die werden dann immer wieder nur aufgefüllt, wenn ich hier irgendwie bei Star Control zurückkomme. Und hier kann man also entsprechend Crewquartiere kaufen, um also die Maximalanzahl in dem Fall um plus 25 zu erweitern. Das ist sozusagen meine Frachtkapazität. Ich weiß gar nicht, wie hoch die ist. 2000 oder sowas. Das ist der Treibstoff und die Länder können maximal 4 Stück sein. Gut, also hier werden wir später noch das Schiff schön pimpen. Aber ich kann auch Flotte dazu kriegen. Also das ist mein Schiff. Und ich kann hier, also wie man sieht, einen ganzen Haufen Slots, wo ich noch Schiffe dazu machen kann. Allerdings gibt es auch eine Maximalanzahl von Punkten. Momentan habe ich 40, das kann man auch erweitern. Wie ich dann also für Schiffe verwenden kann. Werden wir auch später sehen, wie das funktioniert. Gut, das wollte ich euch nur geschwind zeigen. Gibt es noch etwas?
Nein. Nein, wir machen jetzt an die Arbeit. Viel Erfolg, Kapitän. Ja, dankeschön. Kommunikation schließen. Also, wir sind jetzt also hier im Sonnensystem und als erstes haben wir gesagt, wollten wir nach Ceres. Das ist ein bisschen unschön. Man kann hier nicht wirklich rauszoomen, sondern das passiert immer automatisch. Man muss im Prinzip hier von dem Planeten wegfliegen. Dann zoomt er hier automatisch raus und dann sieht man also hier, wie das Sonnensystem so langsam erscheint. Als erstes werde ich mal hier rüberfliegen, denn das ist Ceres, wo diese Trainingsstation ist. Ceres Ausbildungsbasis und werde da mal hingehen und mal nochmal gucken, wie meine Kampffähigkeit ein bisschen trainieren. Welcome to Ceres, Captain. This station was designed to test the military capabilities of newly deployed ships, as well as the tactical abilities of command officers. You passed all of this years ago. Although we still have test drones available if you want to brush up on your skills. Erzähl mir über euch. Captain Aiden Emery at your service. I was actually one of the other candidates considered for command of the Vindicator prototype. Aha. Warum hast du den Auftrag nicht angenommen? I've always been more interested in the scientific side of Star Control than the political. And Captain, I've got a feeling your job is going to be pretty political. And this is a pretty lightly crewed station. Most days, I don't even have to wear pants. Just so you don't feel awkward, I did put on pants before speaking with you. Das hoffe ich doch. Es ist wahrscheinlich noch peinlicher, dass du es erwähnt hast. Yeah, another reason I'm out here alone. Wie alleine? Du bist alleine hier? Yep. I've always done okay on isolated assignments. Felt like a good fit. And my family. My wife died a few years ago. Oops. Maybe I was searching for something like this. Tut mir leid, das zu hören. It's okay. I've got two sons in Star Control as well. So, they keep in touch. No visits, though. But the 268 million kilometer commute might be responsible for that. Naja, könnte durchaus sein. 268 Millionen Kilometer ist aber eine Menge. Aber Ceres ist doch gar nicht so weit weg. Naja, gut, wenn die Erde auf der anderen Seite von der Sonne ist, vielleicht schon, ja. Weil die Erde ist ja 150 Millionen Kilometer von der Sonne weg und der Mars. Ich glaube 250, der schwankt natürlich auch, ne? Aber der ist eigentlich nur 100 Millionen Kilometer, im besten Fall irgendwie sogar weniger, glaube ich, nur irgendwie 72 oder sowas Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Aber auf der anderen Seite, wenn er auf der anderen Seite der Sonne ist, natürlich entsprechend mehr, also könnte das schon hinkommen. Warum wolltest du nicht Kapitän dieses Schiffs werden? It's the most expensive ship humanity has ever built, Captain. Ja. A lot of people are watching you. That's not for me. Na, wenn du das sagst, na dann, genug von dir. No problem, Captain. Can I do anything else for you? Ich habe ein paar Fragen über mein Schiff. Then you've come to the right place, Captain. What would you like to know? Wie funktioniert der Kampf? During combat, you have two main resources: crew and energy. When you take damage, lives are lost, Captain. Real lives. If you run out of crew, it's game over. When you fire your weapons, they consume energy. Energy is restored over time, but you're still going to want to make every shot count. Ja, denke ich auch. Erzähl mir über meine Waffensysteme. Your ship is designed to hold two types of weapons. You have your primary weapon and your secondary weapon. Boy! For budgetary reasons, the prototype Vindicator class was deployed with only the primary weapon system attached. But what a weapon it is. A guided nuclear missile. Not only does it pack a pretty big punch, it has limited homing capabilities too. With any luck, the nuke will frighten away whatever scared the Lexites off. Tja, Nuklearraketen. Dolle Show. Okay, das no war's. Problem, Captain. Can I do anything else for you? Ja, lass mal gucken. Ja, okay. Lass uns eine Verhandlung durchführen. Das bin mir jetzt nicht so wirklich gut übersetzt, glaube ich. What sort of trial would you like to run? Trial. Herausforderung, nicht Verhandlung. Ja, von Verfahren soll es sein.
Lass uns eine Zielverhandlung durchführen. Was ist das für eine scheiß Übersetzung? Zielverhandlung. Okay, also. So, also ich wähle jetzt mein Schiff aus. Später sind hier die anderen, die ich auch noch in meiner Flotte habe. Kann ich jetzt auswählen. Also ich wähle meins aus natürlich. Oh, ich habe nur eins. Und jetzt heißt's. Ah, knapp vorbei. Einer. Und. Der war zu knapp. Punkt. Also das ist gut, man crasht hier nicht, wenn man auf die Planeten kommt, sondern... Naja. Man wird einfach nur weggeschleudert. Okay, er ist halb platt. Der Asteroid war verdammt nah. Was sage mal, der fliegt immer im Kreis weg. Ja, Sack. Passt. Ja, ist nicht ganz einfach. Zweimal vorbei. Jetzt habe ich dich. Oh, von gegnerischen Flotte geplündert. Ja, da steht jetzt gar nichts dabei. Normal steht das eine Anzahl von Ressourceneinheiten, die ich dann da gewonnen habe durch den Kampf. Great work. So, would you like to run another trial? Ja, aber sicher, lass uns einen Gerichtskampf. Was? Diese Übersetzung ist sowas von grottenschlecht. Aber irgendwie ist es doch witzig. Ja, zu kurz. Super. Der sammelt jetzt nämlich hier diese ganzen Boni ein. Das finde ich, überhaupt nicht witzig. Und ich habe keine. Ja. Sammeln wir auch mal welche ein hier. Wenn du das machst. Aha. Mehr Energie. Ah, das war ein sauberer Volltreffer. Und noch einer. Yes! Platt er ist. Gut. Great work. There's something you should have. I think you'll be able to make better use of it than we will here. Remember, you'll need to visit the Starbase back at Earth if you want to install that. So, okay, aber ich muss zur Starbase. Would you like to run another trial? Komm, gib mir alles! Wirf alles auf mich, was du hast. Captain, are you sure? Star Control is gonna be pretty upset with me if I blow up your ship. Ja, versuch's ruhig. Ist mir doch egal. So. Sausack. Na gut, dann sammeln wir halt erstmal. Ja. Aha, verstehe. Jetzt haut er ab. Machen wir den erstmal weg, so. Aber das Problem ist, der hat lauter so kleine, die jetzt auf mich schießt. Wo ist er denn überhaupt? Da hinten. Bleib da, du Feigling. Ja, zweimal habe ich ihn getroffen. Zweimal muss ich noch. Ja. Sei ruhig. Der weicht aus. Einen muss ich doch in mich reinschenken. Einer muss er noch. Einer muss noch. Komm her. Yes. Gut. Ich habe ja ein paar Menschen verloren. Great work. You can sure handle that ship, Captain. You're definitely the right one for the job. Here, there's something you should have. Might come in handy. Remember, you'll need to visit the Starbase back at Earth if you want to install Punktverteidigung. That. So, would you like to run another trial?
Nö, eigentlich habe ich jetzt alles durch, ne? No problem, Captain. Can I do anything else for you? Eigentlich nicht, ne? No problem, Captain. Good luck out there. Das hört sich nett an, aber ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal zurück und gucken uns mal an, was wir da gekriegt haben und installieren das mal. Du bist zurück. Wie war Triton, Kapitän? Oh. Das war Teil deines Auftrags, Kapitän. Der wichtigste Teil. Ja, ja, ist ja gut. Du solltest unbedingt Triton erforschen, ehe wir das Schiff jemandem geben, der das erledigt. Ist ja gut. Ausstatten. So, jetzt können wir hier nämlich ausstatten. Pass mal auf. So, jetzt gehen wir nämlich hier hin. Grundlegende Nuke ist ja nett. Aber was ich eigentlich viel mehr will, ist die moderne Atomrakete. Geil. So, und dann außerdem machen wir noch die Punktverteidigung hin. So, da sieht es schon besser aus. Hübsch. So, und jetzt gucken wir mal hier. Handel. Jetzt können wir nämlich hier zum Beispiel die grundlegende Nuke schon verkaufen. Kriegt zwar nur 250, aber besser als nichts. Zack. So. Achso, und jetzt können wir auch, wie man hier sieht, Treibstoff kaufen. Füll mich auf. Mach ich jetzt aber nicht, denn ich habe noch 900... 97, das ist eigentlich genug. Da links oben, ne, braucht man nicht mehr. Ja, einen Lander könnte ich kaufen, aber momentan brauche ich das nicht. Erst wenn ich ein bisschen mehr Kohle habe. Gut, also. Gibt es noch etwas? Ja, jetzt gehe ich endlich nach Triton, wie du willst. Viel Erfolg, Kapitän. Tschüss.